Ich glaube, wir sind angekommen. Wow. Und was machen wir jetzt? Hupen vielleicht? Schauen wir mal, ob das Kommunikationssystem des Schiffs noch funktioniert. Hallo, ahoi. Hier ist das Raum, Luftschiff Maruna. Wir bitten erneuten Zugang. Ich war lange weg, aber wenn ihr nur die Tür öffnen könntet, dann komme ich und erkläre euch alles. Alex, ich glaube nicht, dass das klappt. Ach, vergiss es. Sieh dir das an. Ja. Oh, warte eine Sekunde. Was ist das? Papa, ist das? Das ist unser Schiff. Glaubst du, Mama ist an Bord? Passt auf! Du rammst sie! Hey, das ist der Autopilot. Aber da wir schon so nahe sind, werde ich die Landungsbrücke herunterlassen, damit du kurz Hallo sagen kannst. Das ist viel zu kurz. Was? Hast du etwa Angst zu springen? Was? Sie schießen auf sie! Schnell, zurück, bis sie außer Reichweite sind. Ich hab doch gesagt, Autopilot. Dann tu irgendwas. Gut, still jetzt. Ich muss nachdenken. Was? Jenseits des Damms, was kann ich denn machen jetzt? Oh weh. Hey, ich glaube, dass dieses Schiff... Ich glaube, es gehört meinem Freund Alex. Ich kann kaum glauben, dass er dieses Ding zum Laufen gebracht hat. Ach so. Nun, dann umgehe es. Wir werden beschossen. Das war die... Hey, stört es dich, wenn... Oh, bitte hör die nicht an. Von hier aus steuere ich alle Systeme des Schiffs. Ich wollte nur... Das Schiff in die Luft jagen? Das kann man nämlich unter anderem hier machen. Oh, nein. Das wollte ich gar nicht. Vergiss es. Ich habe keine Kontrolle darüber. Wir werden in Stücke gerissen. Alex' Pyramide sieht aus, als würde sie bald schmelzen. Die Schilde des Schiffs werden uns sicherlich... Alex' Schiff ist nah genug. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Jetzt bin... Verdammt! Ich glaube, es gibt so viele Interferenzen von der Außenhülle des Schiffs. Ich brauche eine Position mit freierer Schussbahn. Mann, schwer zu sagen. Schiffsschilde. Captain, wir haben Interferenzen. So, können wir überhaupt irgendwas machen gerade? Vielleicht haben wir hier eine bessere Position. Ich glaube eher nicht, aber vielleicht. Gucken wir mal. Hier ist nur Weltraum. Ich gucke mir jetzt alle Fenster an. Hier haben wir nur die Aussicht auf das da. Haben wir denn irgendwo eine schöne Aussicht? Nein, was ist denn mit ihm passiert? Nein! Oh nein! Kleines Mädchen, was habe ich dir nur angetan? Sieht aus, als hätte es deine ganzen kleinen Kabel rausgerissen. Armes Ding. Bleib bei mir. Ich mach's wieder gut. Ah, ja. Da können wir noch Technik reparieren. Wir brauchen aber Kabel dafür. Diese Tür muss beim Zusammenprall wohl verkalkt worden sein. Natürlich, so ein Zufall. Okay, wir gehen mal weiter. Wir müssen jetzt... Ich glaube, wir sind hier fast am... Oh Gott. Morgs. Gerade wenn du denkst, dass du sie alle erledigt hast, taucht ein neuer auf. Ich sollte die beiden besser eliminieren, bevor sie sich noch vermehren. Ein neuer ist gut. Außerdem hast du gerade alle eliminiert. Hallo? Geh doch mal nach oben. Können wir von hier aus vielleicht das Ding benutzen? Hoffen wir, dass dieses große offene Fenster für besseren Empfang sorgt. Ja. Verflixt. Ich habe nichts getroffen. Nein. Was zum Teufel? Was ist da? Vella, ihr Hitzkopf wird uns doch alle umbringen. Es ist schon zu heiß, um es zu berühren. Ich muss den Schaltkreis im Maschinenraum unterbrechen. Bleibt hier. Da unten gibt es noch ein paar alte Vorrichtungen, die etwas unberechenbar sind. Okay, wir kämpfen jetzt offenbar an beiden Positionen. Oder sind wir wieder Vella? Oder sind wir jetzt Shay? Oder wer sind wir? Stellt man das Ding wieder ein? Ja. Komm schon, wir waren so kurz vor einer Schmelze. Sei nicht so ein Angsthase, Alex. Jetzt sind wir wieder sie, wir müssen noch irgendwas machen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht was. Können wir uns... Wir sind auf manuell, die anderen sind auf Autopilot. Können wir hier irgendwas... Koordinaten? Wie bitte? Welches Protokoll verlangt denn die Entsorgung unseres... Mein Ratschlag, zurücklehnen und die Reise. Ich bitte dich nur darum, einige hundert Meter
Selbst wenn ich dazu in der Lage wäre, Captain, eine derart schlampige Navigation wäre der Anfang vom Ende. Ich komme gleich runter und zieh dir den Stecker raus. Du kannst mich wie einen Strickpulli auflösen, das würde aber auch nichts an unserem Kurs ändern. Der Navigationsschall wurde ausgegeben. Aber ich kann die manuelle Steuerung des Schiffs übernehmen. Nicht, wenn ich die Anweisungen einer Sternenkarte befolge. Das ist doch lächerlich. Ich stelle die Regeln nicht auf. Und wer dann? Die Regeln haben schon immer existiert. Es ist nicht unsere Aufgabe, sie zu hinterfragen. Okay, können wir hier vielleicht... Hey, du steuerst dieses Schiff, nicht wahr? Kannst du uns hier wegbringen? Ich webe nur den Pfad. Das Schiff steuert sich selbst. Kannst du nicht ein wenig nach links oder rechts steuern? Wir werden sterben, wenn du es nicht tust. Nun, jetzt habe ich Angst. Wie soll das helfen? Das würde ich gerne, Captain Volta, aber sobald... Okay, das bringt gar nichts. Haben wir die Häkelnadel noch? Hier können wir nichts machen, ne? Die Häkelnadel haben wir nicht mehr, natürlich. Das weißt du doch. Ich habe keine Kontrolle darüber. Wir werden in Stücke gerissen. Kann ich das Ding irgendwie nutzen? Ich frage mich, wenn ich diesen Navigationsschal noch mehr durcheinander bringe, könnte uns das aus dieser Bredouille helfen? Was meinst du mit noch mehr? Oh, zum ersten Mal natürlich. Würde das unseren Kurs ändern? Nein. Der Schal wurde bereits an das Navigationssystem weitergegeben. Es braucht weder rechte noch linke Maschen, bis wir unser Ziel erreicht haben. Aber bitte berühre ihn nicht. Er ist ein sehr empfindlicher Teil unseres Systems. Es gibt keine Schiffsschäden. Können wir den vielleicht austauschen? Oh. Momentan offenbar nicht. Wie bitte? Welches Protokoll? Sieht aus, als hätte es deine ganzen kleinen Kabel rausgerissen. Für diese Situation. So, wir haben leider keine Kabel. Wir müssen uns mal Kabel suchen. Ich glaube, wir finden hier irgendwo Kabel. Da kommen wir immer noch nicht durch, ne? Da sind so viele. Ja. Ratschlag. Zurücklehnen. Zurücklehnen und die Reise genießen. Jawohl. Okay, da kommen wir momentan nirgends durch, oder? Verdammt. Diese geht. Verdammt. Diese geht auch nicht auf. Es bleibt nur noch ein einziger Raum übrig. Ah, ich ahne. Wir müssen bestimmt durch den Lüftungsschacht, oder? Da kommen wir zum Glück noch rein. Wir waren ja auch drin. Der Lüftungsschacht. Was ist denn mit den anderen Topmodels, die da irgendwie gefangen sind? Können wir mit denen vielleicht noch irgendwas machen? Aber die rauszulassen, ist, glaube ich, eher hinderlich. Da ist doch ein Stück Draht. Dieser Kabelrest könnte nützlich sein, um etwas zu reparieren. Ach, guck mal, wer da ist. Marekai, wo bist du? Wodurch wurde diese Explosion verursacht? Entschuldigung, falsche Nummer. Wie kann ich das ausmachen? Du, was ist mit Marekai? Marekai ist doch... Kannst du was genauer sagen, nach welchem Teil? Oh, schön. Er ist noch nicht gelandet? Du, gewalttätige Abscheulichkeit. Jetzt verstehe ich, warum Marekai so angetan von dir war. Bäh. Hör auf, uns zu beschießen und lass uns gehen. Du bist eine Terroristin und musst vor Gericht gebracht werden. Außerdem brauchen wir dich noch, Vella. Und was genau seid ihr? Wofür braucht ihr mich? Um unsere Blutlinie reinzuhalten. Ist die Blutlinie reinhalten genauso gruselig, wie es sich anhört? Wir pflegen und entwickeln unsere Blutlinie seit Hunderten von Jahren und beseitigen Unreinheiten. Wir haben den Pestdamm gebaut, um diese abzuwehren. Leider stellte sich heraus, dass diese Unreinheiten notwendig sind. Je reiner wir wurden, desto anfälliger waren wir. Wir sind wie ein Haus aus feinstem Kristall, aber wir brauchen Stein und Erde als Fundament. Und da kommst du ins Spiel. Also ihr seid ein von Inzest geprägter Sauhaufen und braucht frische DNA. So sieht's doch aus. Ihr braucht also nur eine Blutprobe oder sowas? Oh, Vella, es geht nicht nur um ein paar Chromosomen. Die können wir auch synthetisch herstellen. Wir brauchen aber das Gesamtpaket. Dein Umfeld, deine Psyche, dein ganzes Sein. All das wird durch unsere Verarbeitung extrahiert. Extrahiert hört sich super an.
Das hört sich so an, als wolltet ihr mich in einen Mixer... Das Verwertungsverfahren beendet dein kurzes, erstes Leben. Aber du wirst für immer ein Teil zukünftiger Lohunania sein. Pfui. Das klingt ja total beruhigend. Wofür habt ihr den Jungen gebraucht? Nun, selbst unsere weisesten Blutlinienminister können nicht die genaue Kombination von Unreinheiten erkennen, die notwendig ist. Aber in einem bestimmten Alter verfügt ein junger Mann, wenn er außerhalb von Lohuna erzogen wurde, über die entsprechenden Instinkte. Abenteuer, Heldentum, Eroberung. Seine jugendlichen Leidenschaften sind uns heilig. Ich wusste, ich würde es bereuen, mit dir zu sprechen. Klingt alles total authentisch. Was wird also aus Shay? Er sollte nach Lohuna zurückkehren und bis an sein Lebensende als Held gefeiert werden. Aber als du sein Schiff zu Fall gebracht hast, hast du auch sein Schicksal besiegelt. Jetzt hat er so viel gesehen. Vor allem bis an sein Lebensende heißt in dem Fall ja nicht unbedingt viel. Das kann ja auch 3 Minuten später sein. Warum tut ihr so, als wären diese Schiffe im Weltall? Einige unserer ersten Elternteams sind beim Anblick des Ödlands ihren Gefühlen erlegen und haben sich dort niedergelassen. Natürlich hat sie die grausige Umgebung wahnsinnig werden lassen. Also beschützen wir jetzt unsere Missionen. Übrigens, während wir hier ganz gemütlichen Plausch halten, wird draußen das andere Schiff von Raketen beschossen. Oder unser eigenes Schiff. Ich weiß, die Schiffe werden von Raketen beschossen. Ja, warum auch beeilen? Wir können ja noch einen Plausch. Ist doch alles gut. Euer System ist widerlich, egoistisch und verletzend. Und ihr braucht es noch nicht einmal. Reißt den Pestdamm nieder und baut eine Brücke über die Schlucht. Lasst die Menschen in natürlicher Weise miteinander leben. Deine Naivität ist ja fast liebenswert, aber... Was du da sagst, ist erschreckend und abstoßend. Ja, das, was du da sagst, überhaupt nicht. Wenn ihr so schwach und anfällig seid, dann sollten wir uns vielleicht einfach gegen euch auflehnen und euch beseitigen. Oh. Diesen Kampf haben wir euch schon vor langer Zeit ausgeredet. Nicht wahr, Selvina? Na los, bringen wir es hinter uns. Levina. Bitte entschuldige mich. Ich muss euer Ton ein für alle Mal beenden. Du wirst nie... Na, endlich mal jemand, der nicht ausquatschen lässt. Diesen Kampf haben wir euch ausgeredet. Errungenschaften über Errungenschaften, das freut mich sehr, aber wir müssen... Verdammt. Die Welt... Diese geht auch nicht auf. Da kommen wir also nicht... Und wie rettet man denn die Frauen dann da? Okay, Mist. Wie war das nochmal? Jetzt muss ich mal ganz kurz... Ich hole mal hier die Notizen nochmal ganz kurz. Sollen wir da das gleiche machen überhaupt wie vorher? Oder müssen wir da was anderes machen? Das Ding? Oder soll man das genauso verkabeln wie vorher? Blau? Wir haben das hier dran. Hallo? Das wäre blau. Ich werde dieses Ende hier verdrahten. Genau, das habe ich gemeint. Ich glaube, das ist der richtige Anschluss. Jetzt wäre er quasi wie vorher, oder? Ist mein Mädchen. Aber ist das richtig? Ich habe das Gefühl, wir müssen ihn umprogrammieren. Ist zwar witzig, dass wir den jetzt repariert haben, aber ich glaube, das war wahrscheinlich nicht richtig, oder? Versuchen. Ja, ist ja gut. Wir sind ja gleich weg. Wir versuchen mal vielleicht. Wir brauchen ja eigentlich keinen Elektriker. Wir brauchen. Selbst wenn ich dazu in der Lage wäre, Captain. Hey, nicht anfassen. Das ist sehr empfindlich und kitzlig. Und wie kitzlig genau? Diese Information wird nur auf Anfrage erteilt. Ich komme gleich runter und zieh dir den Stecker raus. Du kannst mich wie einen Strickpulli auflösen. Das würde aber auch nichts an unserem Kurs ändern. Der Navigationsschal wurde ausgegeben. Aber ich kann die manuelle Steuerung des Schiffs übernehmen.
Nicht, wenn ich die Anweisungen einer Sternenkarte befolge. Das ist doch lächerlich. Ich stelle die Regeln nicht auf. Und wer dann? Die Regeln haben schon immer existiert. Tut mir leid. Zurzeit brauche ich keine Praktika. Verdammt. Müssen wir ihn vielleicht doch anders verdrahten? Die sollten nicht verbunden werden. Ich probiere mal ganz kurz. Ich weiß es gar nicht. Aber jetzt quatschen die ganze Zeit. Wurde, folgt das Schiff immer dem Garn. Das weißt du doch. Ich habe keine. Ja, so ist es besser. Ich glaube, das ist der richtige Anschluss. So. Die Schilde des Schiffs werden uns sicherlich beschützen. Dann zum. Warte, Fahrstuhl. Oh, Alter, das Gequatsche bringt mich ein bisschen durcheinander. Und nun verdrahten wir diesen Anschluss. Wie bitte? Welches Protokoll? Und das dort? Für diese Situation gibt es... Bei diesem scheint sie irgendwas zu machen. Aber wer weiß schon was? Das scheint nicht zu klappen, komischerweise. Ich probiere mal ganz kurz, kann man die vielleicht unten hinsetzen? Mein Ratschlag, zurücklehnen und direkt. Reparieren? Nicht. Da passiert nicht viel. Das ist ja merkwürdig. Ich bitte dich nur darum, einige hundert Meter nach links oder rechts zu steuern, nur für einen Moment. Das ist richtig, ne? Warte mal ganz kurz. Boah, das Gequatsche nervt zu sehr. Von da nach oben. Ich komme gleich runter und zieh dir den Stecker. Von links rechts. Das wäre unten. Das würde nach aber hier? Auch nichts an unserem Kurs. Ja, und dann von unten, auf jeden Fall nach unten zu dem Ding. Aber ich kann die manuelle Steuerung des Schiffs übernehmen. Nicht, wenn ich die Anweisungen einer Sternenkarte. Das war nicht richtig. Das ist doch. Ich mach das mal woanders ran. Ich stelle die Regeln nicht. Das passiert, wenn ich das andersrum mache. Die Regeln haben schon immer existiert. Es ist nicht unsere Aufgabe. Gut. Wir sind verloren. Passiert nichts. Da passiert nicht viel. Verdammt. Wir müssen den vielleicht nochmal zum Lachen bringen. Ich weiß es nicht. Nehmen wir dieses hier mal weg. So sieht es schon besser aus. Und dieser Anschluss passt. So? Hey, nicht anfassen. Das ist sehr empfindlich. Und kitzlig. Und wie kitzlig genau? Diese Information wird nur auf Anfrage erteilt. Ich weiß nicht genau. Vielleicht müssen wir da drüben noch irgendwas. Ich bin momentan ein bisschen ratlos. Wir können den Navigator kitzeln. Boah, die Raketen sind offenbar sehr wirksam auch. Warum schießen sie? Du hast gesagt, es wäre dein Zuhause. Leute, das ist alles nur ein Missverständnis. Ich war 300 Jahre weg, ein wenig Verständnis in Ordnung. Sobald ich die Begrüßungsfrequenz gefunden habe, sage ich ihnen, wer ich bin. Und dann lachen wir alle gemeinsam über diese Sache. Ich hoffe, du hast recht, Alex. Ich glaube, der Alex ist noch ein bisschen naiv. Was ist das denn hier? Hey, Alex. Vielleicht versucht Vella ja, den Todesstrahl absichtlich zu überhitzen. Warum sollten sie uns alle zu Tode brennen? Nun, ich bin sicher, sie hat einen Grund. Warum? Du hast sie doch noch nie getroffen. Nur so eine Ahnung. Gut, ich fange an, ihn zu mögen. Ein bisschen. Können wir denn vielleicht mit denen... Sie muss einen Grund haben. Hallo? Okay. Hallo? Errungenschaft freigeschaltet gerade. Da stand gerade, sie muss einen Grund haben, deswegen... Ist da jemand? Hey, ich wusste nicht, dass unser Elektronik-Genie tanzen kann. Ja, ich habe nur ein paar Kabel auf ihrem Rücken verschoben und sie hat angefangen zu tanzen. Ah. Ah. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich wette, er könnte etwas Nützlicheres tun. Was denn? Ich weiß nicht so recht. Wenn du nicht weiter weißt und keine Cupcakes backen kannst, dann ist Tanzen der nächste logische Schritt. Hier ist der Löwen. Können wir denn vielleicht mal seine Verkabelung anschauen? Das ist eine Roboterladestation. Zumindest habe ich sie dafür benutzt. Wir haben doch noch den Greifarm jetzt, ne? Gary? Komm, Gary. Es ist wieder Greifzeit. Na nü? Oh. Was zum? Warum greifen wir das andere Schiff mit unseren Frachtgreifarmen? Wer bedient sie? Hey, warum steht die Steuerung der Frachtgreifarme auf manuell? Das wurde wohl während des Beschusses umgeschaltet. Was kommt als nächstes? Na, okay. Ich glaube, dann lassen die Greifarme gleich wieder nach. Ach, schade. Das war so süß. Naja, so süß es eben sein kann, bei zwei riesigen Gehirn. Verdammt.
Meine Mama muss die Steuerung für die Greifarme wieder auf die Zentralsteuerung übertragen. Okay, wie kommen wir denn an die Verkabelung von dem Ding da? Hallo? Nur um es noch einmal zu erwähnen, habt ihr alle verstanden, dass ich die Maiden nicht absichtlich entführt habe? Ja, schon klar, Shay. Es ist zwar viel zu verarbeiten, aber ich glaube, wir haben es verstanden. Wir glauben dir vorerst, aber wenn ich meine Schwester wiedersehe, sollte sie deine Geschichte besser bestätigen. Okay, können wir vielleicht da hinten... Ah, jetzt können wir da hinten rein. Da waren wir noch nie drin.